Weißt du, steht da irgendwo am Zettel mit Job? Dann möchte ich hier was erklären zum Showmanship-Wettbewerb. Wir haben verschiedene Klassen, wir haben Jugendklassen, wir haben auch eine Klasse für Erwachsene. Das freut uns sehr, dass inzwischen auch die Erwachsenen an diesem Wettbewerb teilnehmen werden. Es ist nämlich ein Spiel nur ein Spiel, es ist wirklich der Umgang mit dem Tier, der gezeigt wird. Der Sinn ist der, dass der Tierführer sein Tier so präsentiert, dass ein richtiger Tier gut beurteilt wird. Dann schleudert ein Tier auf der Decke. Dazu darf er nicht in der Richtung eines Richters stehen, zum Beispiel. Wenn der Richter das Tier anschauen will, muss er sich auf die andere Seite des Tieres begeben. Das haben wir vorher gesehen. Er muss in der Lage sein, die Tiere so im Ring zu führen, dass ein relativ gleichmäßiger Abstand zwischen den Tieren eingehalten wird. Er muss die Tiere so weit kontrollieren, dass sie das tun, was er möchte, und das tun sie manchmal eben nicht. Und er muss das Tier vorwärts richten, rückwärts richten. Er muss einige Fragen beantworten, die alles beinhalten, was die Haltung oder den, also über Anatomie zum Beispiel. Gewisse Dinge müssen Sie kennen, Sie müssen kennen, was Sie für ein Tier haben. Sie müssen wissen, ist es ein Hengst oder eine Stute, was frisst so ein Tier, wie viele Zähne, wie viele Schneidezähne hat so ein Tier. Alles, was man weiß, wenn man solche Tiere erhalten sollte. Und die Platzierung geht dann nicht an das Tier, sondern die geht an den Tierführer. Und auch nicht der bekommt den ersten Platz, der ein Tier hat, das dargestellt wird, sondern der, der in der Lage ist, sein Tier, auch wenn es manchmal schwierig ist, irgendwie zu beruhigen und irgendwie so hinzustellen, dass man das wieder anschauen kann. Das ist immer sehr spannend, weil Tiere sind Lebewesen und die haben auch einen eigenen Kopf. Und es gibt Tage, da ist es einfach, mit einem Tier zu arbeiten, an anderen Tagen ist es nicht so einfach, mit einem Tier zu arbeiten. Deshalb ist es so wieder spannend, wie der jeweilige Wettbewerb aussieht. Das hier ist jetzt die A-Klasse, das sind also die Anfängerklasse. Wir haben dann noch eine fortgeschrittene Jugendklasse und dann haben wir noch eine Erwachsene. Dann lese ich jetzt nochmal die Kompositentiere vor, die wir gerne links sehen würden. Und dann machen wir piep, 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 piep